Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel States of Survivor Zombie War. Viel Spaß! Gut, da sind wir schon. Die stören hier schon die ganze Zeit rum, die Zombies. Die wollen erschossen werden. Dann fangen wir doch mal an hier. Okay. Oh, bin ich noch in der Gilde drin? Speed. Sind aber viele Geschenke hier. Okay. Erstmal schauen, vielleicht muss hier eine. Ach so, erstmal den upgraden. Gemacht. Und kann ich hier etwas trainieren? Verbessern. Und was habe ich hier? Verbessern. Und hier haben wir trainieren. Auch verbessern. Wir werden immer besser. Here, boy. Who's a good zombie killer? Another day in paradise. Huh. Hungry, huh? Yeah. Zombie for dinner tonight. Being this handsome is hard work. Of us. And why should I believe you? Let's do this. Ich weiß immer noch nicht, warum die alle ihre Levels verloren haben. Sonne 2-3. Aber egal.
Dum 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 dum. Okay. Dann geht es jetzt hiermit los. Was ist das hier? Ah, Pickup. Oh, mein Labor hat ja noch nichts zu tun. Forschung. Forschung. Kein Vorschlag. Ah, Entwicklung mal gucken. Wirtschaft. Nahrungsförderung, Holzförderung, Benzinförderung. Oh, das macht doch keinen Vorschlag, ja? Ich glaube, ich muss erst Level Up machen hier. Ja, ich muss hier mein Forschungslabor upgraden. Komm her. Beschleunigen. Allianz nutzen wir. Und dann kommt der hier. Upgraden. Beschleunigen wir. 20. Zwei Stunden. B. Dann machen wir bei dem weiter. Und hier. Ah, geht doch. Dann machen wir die noch mal schnell hier. Kunden. Ah, da sind die. Erkunden. Schön. Und der letzte jetzt. Da ist der letzte. Schauen wir nach. Oh, nice. Alles Pickup und Dingensjagd. Dann holen wir mal die ganzen Leute ab. Ah.
Gut, wenn der noch unterwegs ist, dann machen wir jetzt schnell ein Pickup und danach. Und jetzt gehen wir los. Machen hier das heroische Level. Automatik einstellen. Dreifache Geschwindigkeit. Weil wir haben ja keine Zeit. Ja, es kommt schon. Okay, ich brauche hier nur elftausend Angriffsschaden. Jetzt haben wir ein paar Leute zu Hause. Das reicht. Hier ist die Grenze. Dann nehmen wir den hier noch. Ach nee, Pickup. Jetzt kann ich kein Pickup mehr machen, ne? Jetzt mal Pickup fertig machen. Dann let's go. Wie haben die das nicht geschafft? Ach, sind unterwegs. Wollte schon sagen. Kommt der jetzt dran? Automatik schon eingestellt, mal 3 ist auch eingestellt. Das heißt, sofort durchrushen hier. Was ich nicht verstehe ist, wie können die drei, meine drei Helden hier sein, wenn sie mit der einen Truppe unterwegs sind? Das ist hier die Frage. Eine sehr gute Frage.
In manchen Spielen ist es ja so, dass wenn die irgendwo unterwegs sind, kannst du die für nichts anderes benutzen, aber in diesem Spiel ist es nicht so der Fall. Auf eine Art gut, auf andere Art schlecht. Naja, schlecht nicht. Auf eine Art ist es gut, auf einer anderen Art ist es unlogisch. Sag mal so. Jetzt kommen die ganzen Zombies. Sind aber auch viele hier, meine Güte. Zum nächsten nehmen wir den zum Schluss. Nehmen wir erst den hier. Weil die Elite-Herausforderung kann etwas dauern. Sind wir ein bisschen länger unterwegs. Deswegen mache ich die zum Schluss. Weil jetzt hat er hier nur das eine Feld zum Angreifen und bei Elite ist es meistens drei Felder, die er angreifen muss. Also ist die dreifache Zeit da. Und da will ich dann gleich die Leute ein bisschen weiter losschicken. Die letzte Welle. Und lass dich nicht beißen. Nice. So, dann will ich nicht jetzt den da hinten machen. Den schaffe ich sowieso nicht. Aber den da hinten schaffe ich. Noch lacht das Smiley. Ist nicht mehr. Nee. Also den. Nehmen wir den noch alle mit und marschieren mal los. In 2 Minuten ist eine zurück. Gut. Das passt dann super für den langen hier. Hier oben links seht ihr, das ist das erste Feld. Danach seht ihr hier so eine Tür, kommt ein zweites Feld, dann kommt nochmal das dritte Feld. Also schon ein bisschen so habe ich das abgestimmt mit der Zeit. Das den machen dann den. Supi.
Oh, waren nur zwei Fälle diesmal. Direkt ein Boss. Nicht so viele Leute hinschicken. Okay. Marsch. Gut. Da haben wir noch die zwei, die wir schaffen können. Den kann ich, kann ja noch mal raufgehen, aber den schaffe ich nicht. Gut, dann sind wir gleich damit auch fertig. Ah, noch eine Minute warten. Aber erstmal das andere alles hier. Wer ist fertig? VIP. Was ist hier Neues? Okay. Was haben wir hier noch? Ja, das war alles hier. Oh. Bauplatz 2. Da sind noch drei Sachen. Schön. Okay. Ein Willkommensgeschenk. Forschung 2. Ah, immer die 2. Gleich sind wir hinten angekommen.
Hier haben wir auch noch zwei Sachen. Schau mal sogar mit den paar Leutchen hier. Oder können wir den anderen auch gleich losschicken? Dann war alle. Das ist der letzte Kampf. Here, boy. Who's a good zombie killer? 3-3-3. Another day in paradise. Another day in paradise. Oh, ich bin ja auch fast fertig. Fehlen noch 10. Gut, dann kommt jetzt Spende wollte ich eigentlich sagen. Aber das war noch nicht die Spende. Hier ist sie. Ah, ich habe kein Öl. Ich habe 5 Spenden gemacht. Ich glaube insgesamt brauche ich 40. Ist es noch 15? Machen wir erstmal den hier. Da komme ich noch nicht weiter, okay. Muss ich merken, ich muss das. Oh, wer ist denn das? Ein Puppenspieler. Wie bei Naruto, ja? Ja. Jetzt kommt der Boss. Ging auch schnell. Und ich brauche Level 15 bei den Helden. Haus. Der macht auch gerade eine Pause, das ist gut. Dann kann ich ja das Heldenhaus ausbauen, würde ich sagen. Okay. Upgraden auf Level 15. Zack. In 14 Stunden ist er fertig. Und dann habe ich noch, da ist alles weg. Ach, nur eins damit. Den da, den schaffe ich nicht. Warte mal, könnt jetzt noch mal gucken. Aber ich würde sagen, den schaffe ich nicht. Ich brauche eine Stärke von 500. Ich sag mal 570. Ich habe 530. Das wird nichts.
wenn ich den Buff nehme, vielleicht, ja. Forschung machen, vielleicht noch mal ein bisschen stärker. Beschleunigen, ich muss die Allianzpunkte nehmen. Nehmen wir die auch gleich mit. Zack. So, jetzt haben wir die Allianzpunkte genommen. Mal schnell hier ein paar Sekunden die Leute heilen. Gut, dann kommt jetzt ich brauche Benzin. Postfach. Ich habe gerade beim Postfach durchgeschaut. Danke für die ganzen Nachrichten. Okay, die vier muss ich alle anklicken. Also sprich bei den dreien muss ich immer hier rauf gehen. Öffnet sich Facebook und Twitter und sowas. Ihr wisst, was ich meine. So, dann bin ich eigentlich fertig hiermit. Also machen und dann tun. Ich kann noch einmal hier gucken, ob ich den jetzt schaffe. Ich glaube nicht. Nee, immer noch nicht. Kann ich hier vielleicht einen verbessern? Sie ist die Stärkste. Er ist der Stärkste. Und hat der stärker oder nicht? Ne, der ist stärker. Die beiden sind gleich stark. Warum ist denn der Lila nicht stärker wie der Epische? Drei, zwei, zwei. Zwei, drei, drei. Ah. Der hat hier zwei Sachen auf 3 und Nikolai hat nur zwei Sachen auf oder eine Sache auf Level 3. Deswegen. Gut. Also schaffe ich nicht. Gut, dann würde ich mal sagen. Spende kann ich noch schnell machen. Machen noch schnell hier die Dingens voll. Wollte nicht mal zeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und noch 20. Erstmal schauen. Ja, noch 20. Oder nee. Machen wir eine andere Quest jetzt. Den schaffe ich alleine nicht. Das könnte ich machen. Einen solchen Angriff. Solchen da. Suche.
Level 2. Ein Einsatzteam starten. Okay. Ich alleine. Gegen die da. Angriff. Los, Marsch. Mein Labor ist schon wieder fertig. Mein Labor ist aber ganz schön schnell. Meine Güte. Okay, die haben wir fertig. Und das war's. Gut. Ich habe alle Punkte abgeholt. Hier noch einmal die Leute losschicken. Losschicken. Heilen. Reparieren. Und ich werde offline gehen. Mein Ticket abholen. Wenden? Jawohl. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.